Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und ja, wir sind hier mal wieder im Lower Tier unterwegs, also Tier 4. Ich glaube, so niedrig war ich schon lange nicht mehr. Ich zeige euch heute den Lux, gespielt von Möb. Möb ist ein lustiger Name. Möb, Möb. Muss ich ja gleich an Roadrun denken. Möb, Möb. Und ja. Der Möb hat hier den Lux, ist hier natürlich mit Tier 4 im Tier 6er Gefecht als nicht so glücklich wahrscheinlich. So ein reines Tier 4 Gefecht ist so der Traum von dem Lux. Aber auch hier kann er schon performen und das sehen wir uns jetzt einfach mal an. Erstmal versucht er hier die Mitte ein bisschen zu scouten. Hat es auch da schon geschafft, ist aber leider selber auch aufgegangen. Aber Lux ist natürlich eh ins... Ui, und der trifft. Da hat er gut dran getan, da nicht hochzufahren, weil im Drift dann Leistung verloren und dann nach unten ist unglaublich ärgerlich. Auto-Aim auf dem AMX, schon die ersten 86 HP. Natürlich ein Vorteil ist das Magazin. Da drüben kommt ein M3 Lee, Auto-Aim auch auf den. Der steht da jetzt, bleibt da stehen. Und da kann er jetzt auf den drauf und nimmt ihn raus. Sehr gut. Die ersten 255 Schaden ist schon mal gemacht. Da kommen aber noch ein paar mehr Pitpointchen dazu. So kann man es zumindest mal sagen. Der AMX, der hat fast gar nichts mehr. Den könnte man ja anpusten. Da hat er, wenn er jetzt... Da ist nicht so wenig. Da drüben kommt jetzt rum. Ein! Also da fehlt unglaublich wenig. 2 HP, das ist ja... Ja, der fährt natürlich jetzt hinterhalb. Sieht man in der Minimap ganz gut. Na, aber Auto-Aim und Blindshots helfen alles nix. Da muss er sich noch ein bisschen gedulden. Für den Kill. Was immer ganz wichtig ist, nicht zu übertreiben. Aber, jetzt hat er hier drüben, der kommt jetzt drauf. Oh, da ist die Streuung so krass und zündet den einen sogar an. Und der brennt lichterloh. Aber lustig, dass er so mit der Streuung so extrem war, dass er auf beide geschossen hat. Aber, naja, wie gesagt, der Feuerschaden hat dem M4A3E2 mal 442 Hitpoints gekostet. So, jetzt hat der andere über ihn drüber geschossen. Schön in dem Augenblick zurückgesetzt. Jetzt muss er aber nur nachladen, also dementsprechend braucht er ein bisschen. Feuererlaubnis erteilt. Komm schon, jetzt er. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nee, da hat er leider den noch nicht rausnehmen können. Hätte ich fast erwartet, dass er den hier rausnimmt. Er hat noch nicht sollen sein. Naja, jetzt ist er raus. So, jetzt sind auch bald die ganzen Lower Tiers weg. Also, Vierer gibt es nur noch einen, Fünfer noch vier Stück und sonst nur noch Sechser. Jetzt geht er da drüben. Oh, da kommt natürlich ein T-150, ist nicht ohne. Auto-Aim. Aber selbst zeitlich wird es da schwierig. Der Lux hat halt einfach eine sehr reduzierte Durchschlag. Sieht man hier nochmal ganz gut. 95 und mit Bremen dann auch eine 110. Also jetzt auch nicht so, dass man sagt, da ist er dann das Durchschlagswunder. KV85. Auch jetzt nicht ohne. Aber Ketten geht und, ah ja, seitlich dann aufs Laufrad. Da funktioniert es dann mit dem Schaden. So, 1000 Damage schon gemacht, 2 Kills. Da geht aber noch ein bisschen was. 10 zu 8 steht's, also das ist schon mal vorteilhaft für ihn, dass sein Team hier mit ihm in der Entführung liegt. Zack, nochmal eins größer, da drüben der Rüdi. Auto-Aim. Nee, so nicht. Aber klar, er hat natürlich
nur 228 Hitpoints, also und die gehen halt schnell weg, also dementsprechend muss er sich hier halt auch zurückhalten. Aber der Rudi, der beachtet ihn jetzt gleich nicht mehr so wirklich, dementsprechend kann er dem vielleicht ins Heck schießen. Da ist er. Auto-Aim ist drin. Und zack, ins Heck, schön. Schöner, schneller Schaden. 143 und wieder zurückgezogen. Und so macht man es halt. Einfach die Nadelstiche setzen und dann ab in Deckung. Der T67, auch hier nochmal auch 144 Schaden und wieder zurück und sein Team erledigt den Rest. Sehr schön. So, jetzt der OI. Arti hält auch nochmal drauf, kommt auch sogar drauf. So, jetzt kommt er da rum. Wo ist das? Das ist einfach ein riesen Monster. Und OI hat natürlich eine gute Panzerung. Mathilda auch. Und die Grille nicht. Also die Grille, da kann er noch gut Schaden dran machen, aber OI und Mathilde, das sind schon nochmal so Gegner, wo man sagt, naja, mit 95 Durchschlag nicht unbedingt so der coole Typ. Außer seitlich. Da macht man halt mal ganz schnell 9 Hits mit 284 Damage. Er muss nur seitlich rankommen, dann läuft's. Nochmal so eine Hitrate, dann wäre er sogar weg. Wie viel hat er denn noch? 206 und 284 hat er gemacht. Da dürfte er sogar ein, zwei verschießen, wenn er sowas nochmal gelingen würde. So, da hinten der PZ ist sehr zurückhaltend. Einzig der VK da vorne, der da so ein bisschen mal Richtung Gegner schaut. Jetzt kommt ein anderer VK, der 3002, der hier auch mal Richtung Gegner langsam sich orientiert. Beide Sechser, also die könnten jetzt schon mal auf jeden Fall hier ein bisschen das Game machen. So, Ui hat geschossen, hat man gerade natürlich gehört. So, und jetzt geht er hier mit Schwung rum. Und will den auch wohl hinterfahren. Ist auch eine gute Taktik, weil der Ui wird sich jetzt wahrscheinlich schön auf den VK orientieren. Wobei der Ui kommt ihm jetzt hier gefährlich nahe. Und da seitlich nimmt er ihn raus, oder? Ja, sehr schön. 1838 Schaden bisher gemacht. Das ist für einen Vierer-Panzer im Sechser-Gefecht, der eigentlich ein Scout ist, schon beachtlich. Also ich würde sagen, er schlägt sich wacker. Die Frage, geht er jetzt für die Arti oder nimmt er die Mathilda raus, beziehungsweise hilft zumindest. Er ist offen und das war 100% die Arti, also kann man sich schon mal da irgendwo orientieren, dass die Arti da sein muss. Mathilda schaut nicht auf ihn. Und jetzt hier seitlich 153 Schaden, 5 Durchschläge. Der PZ kommt jetzt von hinten, geht jetzt auf die Mathilda. Mathilda orientiert sich auf den PZ und das wird seine Chance sein, jetzt auch die Mathilda rauszunehmen. Nachladen, 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 nachladen. Und jetzt, jetzt schön! Schön, dann nimmt er aber im letzten Moment den noch raus. Viel länger hätte es nicht dauern dürfen. So. 1112 Schaden abgewickelt, muss man ja schon eher sagen. Gemacht ist es ja nicht, es ist abgewickelt gewesen. Arti hat geschossen, jetzt vielleicht noch ein bisschen was auf die Grille und dann war es das eh schon mit der Runde. Sehr schön auf jeden Fall vom Lux hier. Oh nein! Krass. Schade, da hätte den Kill auf jeden Fall noch verdient gehabt. Aber der so war eben hier gerade nicht vergönnt. Und nun wurde die Grille vom VK zerstört. Und wir haben hier das Game vom Lux gesehen. Ja, also ich fand es sehr, sehr beachtenswert. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.